Moin Moin, hier ist wieder Peter Ohmsen mit dem Blog Analog und begrüße auch Timo, der uns heute wieder ein paar Fragen stellen wird, und zwar zum Akku-RC-Betrieb. Danke Peter, Moin Moin. Und Steffen ist auch wieder dabei. Moin Steffen. Ja, natürlich bin ich dabei. Moin Moin, Moin Timo. Und dann lass uns mal anfangen. Oh Peter und Steffen, wie war das denn? Ich kann mich nur erinnern, das erste, was mir aufgefallen war, als ich zu euch traf, wo steht denn der Trafo oder wo muss man denn hier einschalten? Und da war ich schon auf den Kernpunkt gekommen, dass ihr eine stromlose Anlage habt. Jojo, da weiß ich noch. Ja. Das war anders, Timo. Das war anders als üblich. Und wir sind nie elektrisch gefahren, sondern haben von Anfang an diesen funkferngesteuerten Akkubetrieb auf stromlosen Gleisen gehabt. Und hier war natürlich der logische nächste Schritt, dass wir irgendwann auch zum Echtdampfbetrieb kommen, weil das dann noch einfacher ist. Und natürlich für gestandene Strombahner ist das wirklich ein Graus, wenn die meine oxidierten und öligen Schienen hier zu Gesicht bekommen und dann einmal mit dem Finger drüber gehen und sagen, oh Gott, was ist das denn hier? Ne? Peter war ganz am Anfang, da hatte er auch Schienenstrom. Die Anlage ist schon von meinem Vater, hat er in den 70er Jahren schon mal im Garten hier aufgebaut gehabt, aber nur so provisorisch. Und da kann ich mich noch erinnern, wie ich als Kind oder als Jugendlicher dann ewig diese Schienen putzen musste, damit er da so ein paar Runden drehen konnte mit seiner Steins. Und wie gesagt, alles R1 und so, das passte unter die Büsche. Nach 3 Wochen war das zugewachsen und dann bewegte die Lok sich nur noch stückweise. Das heißt, dann ging es los, dass die Schienen an den Verbindern korrodierten und so weiter und so weiter. Und dann war es ein ewiges Erlebnis, was ich hatte, wo ich dann auch gar nicht mehr auf die Idee kam, sich mit dieser Gartenbahn dann noch weiter zu beschäftigen. Obwohl in dem Alter nachher, wenn man dann so in diese Entwicklung kommt, da hat man so ganz andere Dinge, als da mit der Gartenbahn rumzuspielen. Das sollte auch mal einer berüchtigen, der immer so sagt, ja, die Jugendlichen interessieren sich da nicht für. Ne? Also in dem Alter habe ich mich für ganz andere Sachen interessiert. Ne? Aber dann kommt dann später, ist man dann wieder dabei und dann habe ich mich auch schon an diese Sachen immer so als erstes erinnert. Diese Kontaktprobleme, dieses ewige Entgleisen, wenn man rückwärts irgendwie über eine R1-Weiche fuhr. Und dann war das schon so ein bisschen angelegt, obwohl natürlich den Fehler haben wir auch wieder gemacht, dass wir dann erstmal mit A1 angefangen haben. Oder naja, das hat sich dann alles so reguliert. Aber von Anfang an habe ich mich darum gekümmert, dass in meine Lok jetzt erstmal überall Akkus reinkamen und eine vernünftige Fernsteuerung das Ganze in Betrieb gesetzt hat. Und dann habe ich schon gemerkt, dass bei der ersten Probe, dass ich dann mit der Lok einfach auf den Fußboden fahren konnte oder über den Teppich oder sonst wo. Das war ein völlig neues Erlebnis. Peter, muss ich gleich mal einhaken. Wie bist du denn da jetzt vorgegangen? Wie hast du denn das angestellt, dass du da den Akkubetrieb in die Lok reingebaut hast? Timo, das war ganz lustig. Am Anfang habe ich zu Steffen gesagt, lass uns mal da bei Konrad reingehen. Das ist so ein Geschäft, wo man so Bastelkrams und Elektroteile und da gibt es so eine Rennwagenabteilung und da sind wir natürlich gleich an einen richtigen Verkäufer geraten, der sich mit so RC-Anlagen, also Fernsteuerungsanlagen, auskannte und dann nachdem wir so ein bisschen erzählt haben, was unser Problem ist, dass wir eine Lok damit steuern wollen, hat er gesagt, kein Problem, das ist ja ein Auto, nur auf Schienen, also überhaupt kein Problem. Hat er uns ein paar Teile mitgegeben und dann mussten wir uns da ein bisschen mit beschäftigen. Ne? Steffen, du weißt ja noch, ne? Jo, Peter, das weiß ich noch ganz genau. Ne? Erstmal sind wir dann quer durch die Lande gezogen und haben überall versucht, was zu finden, wie man das denn nun irgendwie zusammenbastelt. Und da sind wir dann in der Stadtbücherei hängen geblieben. Da gab es dann so von Franzis so kleine Büchleins, die waren auch schon wieder ein bisschen älter und abgegriffelt. Aber irgendwie haben wir uns der Sache genähert und muss auch ehrlich sagen, dass es gab auch ganz andere Probleme, wo wir gar nicht mit gerechnet haben. Als wir dann die Steins aufgemacht haben, dann war sie schon halb kaputt, weil wir vorher noch nie eine Lok aufgemacht haben. Aber wir hatten ja Gott sei Dank noch diese österreichische Lok, diese 95er, die hat ja ordentlich Platz drin und da passte dann auch dieser große Akkupack von Konrad überhaupt rein. Den hätten wir in die Steins nie reingekriegt. Also haben wir dann als erstes diese ÖBB Lok da umgebaut und muss man natürlich auch noch zweimal einen neuen Motorsteuerbaustein da kaufen, weil den hatten wir dann öfters mal verpolt und so. Und damals waren diese Teile eigentlich noch sehr teuer und unverschämt teuer und waren noch nicht mal technisch auf dem Stand der Zeit. Und dann haben die sich natürlich immer gefreut, wenn wir da Plus und Minus einmal verwechselt haben und das Ding ist dann abgeraucht. Ne? Naja, also Stück für Stück haben wir uns da so vorgearbeitet und das ist
so Learning by Doing und Doing kostet natürlich immer ein paar Scheinchen extra, ne? Ja, Pete und Steven, da kann man ja fast sagen, dass ihr das von der Pike auf genau erstmal untersucht, kaputt gemacht und dann, nachdem er wusstet, was da alles drin ist und wie es zusammengeht und zusammenpasst und wie es dann irgendwann mal funktioniert hat, da habt ihr euch dann ans Ergebnis so rangearbeitet. Das ist ja schon interessant. Aber als ich zu euch kam, da wart ihr doch schon auf einem relativ höheren Level. Ja, wir waren nun keine Experten jetzt für Elektrik und Elektronik, aber vielleicht waren wir auch nicht so dumm, wie man es hätte sein können. Und mit unseren zweifelhaften Sachen und Fachkenntnissen sind wir dann doch gut vorangekommen. Bei dem Umbau von den LGB- und Eigenbau-Loks, da haben wir schon im Laufe der Jahre dann vieles ausprobiert. Da will ich mich jetzt gar nicht drüber auslassen, aber eine gewisse Routine hat sich entwickelt und dann weiß man, wie man am besten vorgehen kann und wie das dann relativ einfach sein kann. Ist immer der Anfangspunkt ist immer, wir brauchen eine realistische Geschwindigkeit. Bei den LGB-Standardmotoren und Übersetzungen haben wir festgestellt, dass man Upsell 6 Volt Betriebsspannung schon 5 bis 20 Stundenkilometer daraus zaubern kann und bei 10 Volt hat man etwa die 40, 50 Stundenkilometer erreicht und das ist ja für uns völlig ausreichend für die Nebenbahnen. Die fuhren ja nie schneller. Ne? Das ermöglicht uns dann eigentlich für alle Funktionen und Bauteile Schaltungen zu verwenden, die entweder in diesem Bereich von 3 bis 6 Volt oder von 10 bis 12 Volt ausgelegt sind. Und da zeigt sich dann sehr praktisch, weil eben genau auch das Angebot der einzelnen Bausteine oder Schaltungen in diesem Bereich reinpasst. Und da haben wir noch ganz großes Glück gehabt, dass mittlerweile ja diese 5 Volt, die über den Computer so also Standard geworden sind, oder die 3 Volt, die einfach, oder 3,3 Volt, die durch die Einführung der Lithium-Ionen-Akkus dann plötzlich da waren, da haben sich die Schaltungen angepasst. Die meisten Schaltungen funktionieren heute mit 5 Volt. Das ist Standard für Servos und alle Empfänger sind immer auf 5 Volt ausgelegt und so ist das dann relativ auch günstig geworden. Also die Bauteile sind regelrecht, was früher 75 Euro Mark gekostet hat, das kriegen wir heute für 6 Euro oder 7 Euro kriegen. Das heißt also, da ist ein großer Verfall der Preise gewesen durch die Massen, die jetzt durch die Bauteile für die Computergeschichten da auf den Markt gekommen sind. Das ist also völlig andere Zeiten heute. Und wenn ich dann beachte, dass diese Basisspannung bei der LGB-Bahn heute ja immer noch 18 bis 24 Volt über die Schiene läuft, dann hat man natürlich in der Regel so die Möglichkeit, dass man einen ICE fahren lassen kann, weil man ohne weiteres 260 Stundenkilometer damit erreichen kann. Aber das ist gar nicht nötig. Wir wollen das auch auf unsere Anlage immer angepasst sehen. Ja, Steffen, vielleicht nochmal was. Du kennst dich mit den Akkus ja ganz gut aus, weil du standst ja davor, dass sie nicht in diese Steins reinpassen. Oh, Pete, das war damals wirklich ein Problem in diesen Kessel von der Steins, die ja kaum Platz hat, für irgendwie da was einzubauen. Da musste man da erstmal das Gewicht rausnehmen, dadurch wurde die Steins viel leichter. Das ist natürlich auch ein Problem, dass man an der Stelle, wo man die Akkus dann reinpacken kann, dieses schwierige Gewicht rausnehmen muss. Das ist nicht immer gut, da muss man anderswo damit dafür das Gewicht sorgen. Ne? Gut, wir kamen dann dazu, dass diese, wenn man die kleinen Zellen, das war immer AA oder 3x A, da hatten wir von Anfang an die Enelops, weil die doch sich bewährt haben. Wir haben welche, die schon über 25 Jahre im Einsatz sind, immer noch funktionieren. Man glaubt es kaum. Ne? Und dadurch ist es dann so, dass man sich da nicht so um die Lebenszeit der Akkus Sorgen machen kann, wenn man sie immer auflädt. Ne? Wenn man sie nicht auflädt, dann sind sie irgendwann mal hin, aber das kann man immer noch refresh machen. Übrigens ein schöner Trick, wenn man so einen Akku, der sich nicht aufladen lässt, gibt es immer noch eine Möglichkeit, den zu retten. Nimm einmal einen vollen daneben und schließ die beiden mal plus plus minus minus kurz und dann warte mal ein paar Sekunden und dann pack die Zelle, die vorher von dem Akku-Auflader nicht angenommen worden ist, weil die der Meinung ist, die ist kaputt. Wenn die noch gut ist, dann lässt sie sich wieder laden. Dann ist die Elektronik ein bisschen überlistet worden. Die Tiefentladung
wird dann immer so interpretiert, wegschmeißen, neu kaufen. Das muss nicht sein. Naja, auf jeden Fall, man kann mit den kleinen Akkus, die man dann zusammenlöten kann, gibt es auch welche mit Fähnchen dran, die kann man dann einen Punkt schweißen, aber man kann das auch alles mit einem heißen Lötkolben machen, muss nur heiß genug sein. Also dann braucht man schon mal 360 Grad oder 400 Grad, damit das funktioniert, aber nur ganz kurz. Und dann kann man die Packungsgrößen oder Klötze sich selber zusammen löten, sodass es dann in irgendwelche Plätze reinpasst, sodass die Stromversorgung dann immer mit unseren, sagen wir mal, wenn wir 10 oder 12 Volt haben wollen, dann brauchen wir natürlich mehr Zellen. Ansonsten kommen wir schon fast mit 4 Zellen aus, dass wir 5 oder 6 Volt haben. Kommt auf die Lok drauf an. Wenn ich jetzt so einen schmalen Schinken habe von so einer kleinen Feldbahn, dann fährt die so und so nur 10 Kilometer. Das ist dann schon die Höchstgeschwindigkeit. Also da reichen dann 4 Zellen schon aus. Ja, zur Motorsteuerung. Du bist ja der größte Abräucherer von solchen Motorsteuerungen, Piet. Dann kannst du mal was dazu sagen. Ne? Steppen, was ist ESC, Motorsteuerung, und BEC, Konstantspannung 5 Volt? Jo, ESC ist Electronic Speed Controller, also ein elektronischer Fahrregler, der letztendlich den Motor steuert, vorwärts, neutral, also Stand oder rückwärts. Und oft sind bei diesen kleinen Schaltkreisen dann auch noch sogenannte Bremsen dabei. Das heißt, also wenn man jetzt vorwärts steuern will und gleichzeitig dann auch rückwärts geht, das macht er nicht so gerne. Da muss man dann erstmal in Ruhe auf neutral zurück, und das kommt von den Autos her, von diesen Rennwagen, wo sich das dann so eingebürgert hat. Aber das ist manchmal auch bei der Eisenbahn nicht schlecht. Das hindert solche Leute, die grundsätzlich immer den Regler von maximal links auf maximal rechts und dann so rumschießen mit ihren Loks, als wären das schon mal so eine kleinen Raketen. Ne? Jo, denn BEC, Battery Eliminating Circuit, ist nichts anderes als das von einem Baustein, der in dieser Platine meistens gleich mit drin ist, eine stabilisierte Spannung von 5 Volt geliefert wird, damit man zum Beispiel dann entsprechend verschiedene Geräte, die diese 5 Volt immer brauchen, also wie zum Beispiel der Empfänger oder der ganze Krams, der sonst noch dann über den Empfänger mit Strom versorgen kann. Das ist also wichtig, weil es gibt dann manchmal Teile, die nicht diese sogenannte stabilisierte Spannung von 5 Volt haben. Das ist natürlich ganz günstig, wenn die da drin sind. Grundsätzlich muss man da gucken, es gibt in dem Bereich bis 12 Volt entsprechend ESC-Bausteine oder für geringere Sachen bis 7,2 meistens, also das wäre dann dieser Bereich von 3 bis 6 Volt. Da gibt es dann so sehr kleinste, die auch noch 1 oder 1,5 oder sogar 2 Ampere Dauerbetrieb ermöglichen. Also das ist für die Motoren, die wir haben, auch für die Bühler-Motoren von LGB völlig ausreichend. Bei den größeren ist der Vorteil, dass dann die Belastbarkeit in Ampere angegeben wird, also für die Dauerbelastbarkeit etwas größer ist. Das heißt, man kann dann mit größeren Loks auch entsprechend schwere Züge fahren. Dann wird nämlich der Motor mehr belastet. Und da wird man wahrscheinlich dann auch bei den größeren Loks die 12-Volt-Variante bevorzugen, damit da nichts kaputt geht. Bei den kleineren Loks, oder wenn ich die kleinen Motoren nehme, wie diese N20-Klasse, das sind diese ganz kleinen, die mit Getriebe oft geliefert werden, da reichen dann diese fingernagelgroßen Bausteine aus. Die sind nicht teuer, die kann man schon verdrahtet kriegen für weniger als 2 oder 3 Euro. Und die kommen meistens aus China und haben auch einen höheren Standard als das, was man manchmal bei uns zu kaufen kriegt. Da ist zum Beispiel ein Wärmeschutz dran, dass die Schaltung sich ausschaltet, wenn es zu heiß wird und auch wenn sie überlastet ist. Hat einen großen Vorteil, dass man bei so kleinen Motoren oder am Kran oder bei sonstigen Geschichten oder auch bei der Lok, ne? Wenn das überlastet ist, bleibt die einfach stehen, muss auf neutral gehen, einen Moment warten und dann kann man wieder losfahren. Da kann man dann feststellen, wie praktisch sowas ist. Ne? Ich muss da noch mal was anmerken. Da geht es natürlich auch darum, dass die Bauteile nicht so schnell abrauchen, wenn die Technik, die heute im Allgemeinen schon da drin ist, eben Verpolungsschutz bieten. Kommen wir mal so rum, stecken mal so rum, stecken und dann sieht man ja, wann es mal funktioniert, während das ja früher so war, dass man das gerochen hat. Und dann konnte man die Sachen natürlich wegschmeißen. Piet, noch mal zwei Fragen dazu. A, welche Motoren habt ihr denn? Welche Bauart ist das? Und wenn man nun keine
5 Volt aus diesem ESC rauskriegt. Was macht man denn? Timo, bei den Motoren ist erstmal zu wissen, wir haben in der Regel Bürstenmotor. Das sind so zwei kleine Federn aus Kupfer, den Plus und Minus an der Achse des eingefügten Ankers vom Motor mit Spannung versorgen. Und dann gibt es auch noch diese Brushlosen, also Brushless, das ist bürstenlos. Das interessiert uns nicht, da muss man aufpassen. Es gibt nämlich auch ESC für Brushed, also das heißt für Bürstenmotoren, oder Brushless, das sind die so in den ganzen Drohnen und so weiter Verwertung finden. Die haben wir hier in unserem Modellbereich nicht. Das ist aber wichtig, dass man da nichts Verkehrtes kauft. Und wenn man die 5 Volt Back nicht im ESC drin hat, dann kann man die auch als Einzelbaustein kaufen. Die gibt es so für 1, 2 oder 3 Ampere stabilisierte Spannung. Die kannst du dann anschließen an, was weiß ich, da steht dann bis 12 Volt oder 24 Volt, schließt du an, und auf der anderen Seite kommen immer 5 Volt raus und nichts anderes. Pete, Augen auf beim Kauf. Pete und Steven, jetzt geht's ja darum, wie man das Ganze denn auch steuert. Und da kommt jetzt Kapitel Handsender und Empfänger. Worauf muss man denn da erstmal achten oder was gibt es da so? Timo, ich habe gerne die Handsender selber gebaut mit Deltank-Elementen. Die haben dann immer die Bezeichnung TX, also für Transmitter. Und die Empfängerkomponenten, die haben das RX, Receiver. Und das alles findet statt in 2,4 GHz Bereich. Und bei Deltan gibt es auch einige fertige Bausätze, glaube ich irgendwas noch. Maßgeschneiderte Ausführung gibt es das immer für Akku- oder Echtarmbetrieb. Und da muss man gucken, das ändert sich laufend. Stirbt da einer wieder oder kommt wieder ein neuer Laden, der hat sich da einfuchst. Das ist nicht gleich. Die Jahre hat sich da viel geändert. Aber bei den Deltan-Handsendern haben wir dann auch wieder ein festgelegtes Protokoll, das DSM-2 oder DSM-X. Und bei meinen Funktionsmodellen, bei den Kränen, Baggern und so weiter, habe ich aber gerne die Flyski. Das ist so ein kleines Pultmodell, war anfangs sehr günstig, ist jetzt mittlerweile auch wieder alles teurer geworden, aber sehr praktisch. Da kann man 10 Modelle drin speichern und das reicht mir dann eigentlich. Und ist wunderbar, nur das Protokoll ist hier wieder anders. AFHDS2A, das bedeutet, baue ich auch entsprechend die Empfänger mit diesem Protokoll, was aber jetzt marktmäßig sehr günstig zu bekommen ist. Bei den Echtdampf-Loks habe ich dann ganz andere Funktionen als bei den Akku-Loks. Deshalb ist es eben auch bei den Einamtsendern, dass man da verschiedene benutzt. Der sogenannte Binnenstecker bleibt einmal drin stecken und jedes Mal, wenn man die Funkfernsteuerung einschaltet, den Lok einschaltet, dann verbinden die sich ja automatisch, beziehungsweise muss dann einen Knopf drücken, den Binnenknopf, und dann ist man immer aktuell da drin und hat nicht diese Reparaturprobleme, um da überhaupt dran zu kommen. Peter, das kann ich mir gut vorstellen, dass sich da viel ändert und dass das laufend irgendwas Neues da am Markt gibt. Da muss man dann wohl sich ein bisschen einlesen und mal gucken, was so da passiert. Oh, Timo, du glaubst ja gar nicht, wie schnell man das alles vergisst und was sich da dann dauernd ändert. Also nochmal zu den Handgeräten. Die Handfunke ist insofern ganz gut, dass man die andere Hand zum Filmen frei hat und man kann auch immer an einer Lok rumfummeln und so weiter. Das ist dann ganz praktisch. Bei den Baggern und Krähen und so weiter ist es natürlich besser, wenn man zwei Hebel hat am Pult, und so ein kleines Pult reicht ja völlig aus, um die Abläufe auch bei zur gleichen Zeit zu machen, dass dann der Haken runtergeht, der Ausleger gleichzeitig runtergeht und der Kran sich auch noch dreht und so weiter und so weiter. Jo, Steffen, das kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt noch zum Thema Sound. Wir haben ja doch bei all den schönen Funktionsmodellen, hören wir doch den Sound. Wo kommt der denn her? Timo, ich liebe ja dieses kleine Modul von TWS Mini, 1 Watt 8 Ohm mit Licht- und Servofunktionen. Da kann man also sehr viel mitmachen und das ist auch sehr platzsparend. Und gibt es noch eine abgespeckte Mikroversion, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ist auch nicht so viel billiger, also das bringt es gar nicht. Betriebsspannung liegt hier auch wieder wie immer bei 5 Volt. Ja, und dann kommt das Problem. Man muss dann die Sounds auch selber bearbeiten. Man muss sich dann damit mal anlernen. Da gibt es ein schönes Programm, was man dann nehmen kann. Das ist die Audio City. Ja gut, Pete, aber wo kommt denn der Sound jetzt her? Steffen, du hast doch öfters schon mal aufgenommen. So, Timo, und dann geht es jetzt los. Jetzt heißt es, man muss irgendwo den Originalton aufnehmen von der Maschine oder der Lok oder was man da gerade an Geräten hat.
Und dann wird das zerpflückt in Wave-Dateien, muss man die bearbeiten und die werden in der Reihenfolge nach dann eingegeben. Das ist so ein Programmschema, wo man das dann einfügen kann als Dateien. Die lädt man dann in das Soundmodul hoch und dann parallel dazu muss man dann noch sagen, wie die zusammen harmonieren oder folgen sollen. Das heißt, es muss in eine gewisse Folge gehen, der Motor wird angelassen, dann hat er ein Standgeräusch, dann fährt er so langsam auf Last hoch und die Geschwindigkeit hat sich dann so auszuwirken, dass die dann die Tonfrequenzhöhe immer etwas anhebt, dass das eben dann, wenn es schnell ist, der Motor auch schneller läuft oder es einem so vorkommt. Das ist aber ziemlich echt und das ist in Wirklichkeit auch so. Und dann, wenn man das alles dann zusammen hat, das dauert ein bisschen und da muss man sich auch wirklich reinfummeln und ist auch nicht einfach, dann ist das ziemlich gut. Man kann nämlich mit dem gleichen Soundmodul dann auch noch das Licht ein- und ausschalten oder irgendwelche anderen tollen Sachen. Man kann Servos sogar damit steuern. Und man kann das auch untereinander verbinden, dass dann bei einer bestimmten Geschwindigkeit dann meinetwegen Bremsgeräusche abgeben soll und was weiß ich was alles. Man muss da viel arbeiten und am Schluss ist man froh, wenn das dann irgendwie einigermaßen schafft. Aber dann ist man auch stolz darauf. Andere Möglichkeit ist, sowas Fertiges zu nehmen. Da wird natürlich dann irgendwann der Kragen platzen und man sagt, jetzt kaufe ich mir irgendein Modul, was größer ist, aber passt in eine dicke Lok auch gut rein oder in irgendeinen dicken, fetten Bagger oder was weiß ich, dann hat man diese Probleme alle nicht. Dann hat man nur die Kabellage anzuschließen, das ist alles schon programmiert und muss man nur vielleicht ein paar kleine Potis einstellen und dann war es das. Das heißt also, Soundmodul bringt richtig Leben in ein Modell und macht auch richtig Spaß und man kann auch viel Geräusche da abrufen durch einzelne Schaltvorgänge. Also man kann ja nicht nur Licht anschalten oder ausschalten oder Blinklicht oder Flackerlicht oder was weiß ich für Metzchen da machen. Und man kann dann auch entsprechend eine Hupe betätigen oder mal langsamer oder schneller oder wie auch immer. Und das ist dann ganz interessant. Da ist in der Fantasie keine Grenzen gesetzt und es ist sehr kreativ. Aber wie gesagt, kostet auch viel Zeit. Aber das Ergebnis ist dann wirklich schön. Peter und Steven, da sind wir ja gut zu so einem Ende gekommen. Was mich jetzt noch wirklich interessieren würde, da müssen wir unbedingt nochmal eine Folge von machen, das ist die Sache, wie das bei den Funktionsmodellen dann so alles klappt, weil da geht es ja dann richtig ins Detail. Ja, Timo, das werden wir auf jeden Fall machen. Gut, dann war es das erstmal für heute und dann wünsche ich noch alles Gute und Wiedersehen bis zum nächsten Blog Analog mit Pete Ohmsen.